Hallihallo, Hallöchen und ein herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Wind Waker. So, beim letzten Part haben wir den Bumerang erhalten und sind jetzt auf dem Weg, oder beziehungsweise befinden uns immer noch im Dungeon im zweiten. Und werden uns hier auch noch weiterhin fortbewegen und sind immer noch auf der Suche nach unserem kleinen Bäumchen, was wir retten wollen. Oh, da gib mir hier einen Piss. Er sieht köpfig an. Boom. Boom, Schakalaka. Ach du Scheiße. Ja, jetzt muss ich immer alles abfräsen soweit. Nope. Hier, wir versuchen mal Zeit. So benutzt du den Bumerang. Guck ihn dir genau an. Okay, hast du verstanden? Sehr schön. Sehr nice. So, die drei noch. Die drei noch, wollte ich sagen. Entschuldigung. Komm ich da rüber jetzt am besten? Schaffe ich das einfach so mit einem beherzten Sprung? Tatsache. Oh, okay. Hätte ich nicht mitgerechnet. Glücksamulett. Habe ich davon jetzt mittlerweile mal 10? Ne, 6 Stück habe ich davon. Okay, wir brauchen später 10 Stück. Aber so denke ich, kein Problem werden. So, die müssen wir auch alle mal eben treffen. Wird auch kein Problem werden. Ach, wir haben den einen nicht erwischt. Scheiße. Hinterher, schnell. Sehr gut. Das war knapp. Das hätte sich beinahe wieder verbunden miteinander. Sehr gut. Runter. Alles gut. Chill. Chilling. Brauchst nicht so schreien. Schreist denn so laut? Bist du behindert? Bist du ein bisschen blöd? Ich schau mal um auf die Karte. Zumindest bei mir auf dem Gamepad will ich auf die Karte mal eben schauen. Bup. Zack. Zack. Ich bin wieder ganz alle ein bisschen auf dem Weg. Tja, habt ihr gedacht, wa? Oh Gott, nein. Geht weg. Die wollen mich. Da drüben ist doch bestimmt die Karte drin. Würde ich zumindest jetzt mit rechnen. Und es ist... Sind aber... Gut, na, 10 Zentrumine haben oder nicht haben. Zack. Nice. Nice. Ach, guck mal, ich kann es einfach zurückhauen. Ich hab eigentlich immer Probleme mit den Viechern. Aber die kann man ganz... Ach nein, ich bin so dumm. Geh hoch. Gehst nicht an die Blume? Im Ernst? Dein Ernst? Ich würde schon sagen, warum gehst du denn nicht auf die Blume? Was ist denn da drüben drin? Ich glaube, hier war unnötig, oder? Scheiße. Ich glaube, da drüben war es unnötig. Bin ich zumindest der Meinung. Aber ich werde jetzt trotzdem einfach mal reingucken. Neugierhalber. Ja, ja, hier unten war unnötig. Hier war unnötig. Da bekomme ich jetzt noch die Karte oder sowas. Das Ding ist ja oben einfach wieder angewachsen, instant. So, weg damit. Und los. Ich sagte, und los. Und los! Gib ihm! Schneller! Pusten! 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 Und schieß! Ha! Hab ich gedacht, wa? Don, fick nicht mit dem Ficker! Oh, shit! Ach, da ist schon der Master-Schlüssel, wollte ich sagen. Da ist der Master-Schlüssel. Ist aber, glaube ich, noch wieder ein gutes Stück zurück, das wir laufen müssen, oder? Huch. Den wollte ich amüsieren, danke. Dungeon ist ja eigentlich recht schnell gemacht. Muss ich jetzt mal so sagen. Im Ernst? Dein Ernst? Na gut, da ist der Baum zwischen. Ich muss hier anfangen. Leder. Ach, Niedlück. Fick dich. So, jetzt.
Dankeschön. Warum denn nicht gleich so? Und... Master... Nee, großen, also großen Schlüssel halt, ne? Nicht Master Schlüssel, aber großen Schlüssel. Oh nein! Wie soll ich gegen euch beide nur ankommen? Was soll ich bloß tun? Euch vielleicht einfach kaputt machen. Halt aber auch viel aus, ne? Legt mich im Arsch. Alter Schwede. War doch ein bisschen viel Schaden. Leckt mich. Aber ich ihn damit besiegt? Nee, schade. Oh Gott. Ich brauche das Herz. Schnell. Sehr gut gemacht. Huiuiuiui. Also eigentlich würde ich schon ganz gerne gar nicht, also dazu zählt jetzt kein Feentod, aber ich möchte eigentlich schon in diesem Spiel nicht sterben. Zumindest in diesem Projekt jetzt hier gerade. So ein Feentod, ne? Was soll ich machen? Dann bin ich halt durch eine Fee gestorben, also ne? Mit einer Fee gestorben, aber sonst sich möchte ich eigentlich nicht sterben. Also halt so Game Over gehen. Was fehlt doch noch hier? Huh. Muss ich denn irgendwas aktivieren? Ach, da oben am Baum. Sehe ich erst jetzt. Ich habe gedacht, hier oben kam vielleicht so ein Ding, was mir hochschießt. Ich sehe es da oben erst jetzt. Hey, ich hätte die auch theoretisch einfach ignorieren können, ne? Huch! Das ist nicht gelaufen wie geplant. Das war nicht so wie geplant. So hoch da, rüber. ZZ, ziemlich zügig. Einfach wieder zurück jetzt. Auf zum Bossi-Boss. Zum Bossi-Boss-Boss. Keine Zeit wollen wir verlieren. So. Huch. Schnell rüber. Okay, wir stehen. Was ist da denn drin, ne? Ist da vielleicht... Na gut, ich brauche ja... Den Schlüssel brauche ich ja. In der Theorie. Den muss ich ja benutzen. Aber hier scheinen wir richtig zu sein. Tippe ich zumindest drauf. Oh, fuck. Ihr Mistviecher. Habe ich den einen tot? Den habe ich nicht tot. Okay. Sehr gut. Ich glaube, wir sind auch schon fast... Ich glaube, wir haben es fast. Geh weg. So, nice. Dankeschön. Was ist denn hier Schönes drin? Glücksamulett. Nice. Geh weg, du Kackviech. Fass mich nicht an. Okay, wir sind da. Magie. Leben haben wir doch, ne? Gut. Wir haben soweit alles. Mistviecher, ein Herz noch. Ich brauche einmal Magie. So. Ach, Mann. Ach, warte mal, dafür brauche ich das Ding. Ich möchte den einfach nur mal freischalten. Ihr Mistviecher. Geh weg. Ich finde noch ein bisschen mehr Magie. Oh, hier sind auch Rubine drin, ne? Da kommen wir ein bisschen Geldgeiz mit durch, ne? Gebt mir mal die ganzen Rubinchen. Oh nein, Glibberviech. Guckst du mal ein bisschen Magie aus? Nicht, ne? Oh. Fick dich. Doch, was? Alter, hat sogar Magie ausgegeben. Jetzt fehlt mir wieder ein Herzenstück, ne? Ich kotze in die Ecke. Gib mir wieder ein bisschen her. Hier muss doch immer eine Fee sein, oder? Irgendeiner von euch hat doch bestimmt eine Fee in sich. Ich brauche die Fee. Ach, oder ein Herz reicht mir auch. Gut, eine Fee haben wir noch. Dann. Okay, wir haben es freigemacht. Sehr schön. Ich würde sagen, Sesam, öffne sich.
Makuso! Bist du da, hä? Komm raus, Herr Kleiner! Lass uns. Ah, oh Gott. Nom! Tja, was bleibst du da auch stehen? Vollidiot! Hier hatten wir mal einen ganz komischen Glitch gehabt damals auf der Gamecube-Version. Da hatte sich Toon Link einfach dann nicht mehr bewegt. Nachdem wir den Boss besiegt haben, mussten wir den ganzen Dungeon nochmal machen. Da waren wir ein bisschen salty. Das weiß ich noch. Aber ein bisschen salty waren wir da auch noch. Ein wenig. So, Ziel ist es einfach, die Dinger da oben abzuschneiden. Damit er da runterfällt. Damit er dann verwundbar wird, um wir ihm Schaden zufügen können. Theoretisch bleiben wir wahrscheinlich einfach an einer Stelle stehen. Wenn man aber die ganze Zeit sich bewegt, hat man auch eigentlich keine Probleme. Wie ihr sehen könnt. Vielleicht schaffen wir noch einen Ein-Cycle. Nee, nicht ganz. Schade. Manchmal, also habe ich auch schon mal geschafft, dass ich ihn einfach einen kompletten Ein-Durchgang so weggerotzt habe. So, bam. Oh nein. Ich wurde getroffen. Pass bloß auf, Digga, dass wir jetzt hier nicht dass ich jetzt hier nicht umgeschlagen werde. Pass auf, was du machst. Dankeschön. Sind noch welche dran? Boah, sind echt noch welche dran. Lex mir Moss. Bumm. Komm her, komm her, komm her. Okay. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Ich hab ihn erwischt. Wichtig ist natürlich jetzt nicht. Ach ja, übrigens, ich musste. Das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ich musste vor dem Dungeon nochmal dahin spielen, weil ich vergessen hatte, nach dem anderen Dungeon, nach dem ersten Dungeon zu speichern. Deshalb habe ich auch die Herzteile nicht eingesammelt von einem Typen da aus Portemonnaie. Was sehr, sehr gut für uns ist, denn so haben wir zwei Herzteile weniger. Also, gehen wir nicht in der Gefahr. Außer ich laufe noch jetzt direkt da rein. Lauf jetzt nicht da rein. Was du, der mich gerettet hat, werter Freund? Ich danke. Ich danke dir vielmals. Als mir schwarz vor Augen wurde, dachte ich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber bist du hierher gekommen, werter Freund? Was? Ein Dekoblatt? Aber ja doch. Heute ist ja der Tag der einjährlichen Zeremonie. Wir dürfen keine Zeit verschwinden. Wir müssen so schnell von hier entkommen. Ja, warte, ich muss erstmal jetzt hier gucken. Genau, ich will erstmal mein Herz auffüllen jetzt hier wieder. Voll. Dann einfach das Ding da einsammeln, aber das wird natürlich ein bisschen kacke, bei einem 3-Herzen-Run ein viertes Herz anzusammeln. Gut, meine lieben Freunde der Sonne. Ich würde aber sagen, das war's für den Part heute. Ich hoffe, der Part hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Bis dahin, tschö, tschö.